bin Heiko, Business Line Manager für die Powertechnik in der Dachregion. Ja, hallo, und ich bin der Stefan, ich bin der Produktmanager für die Baukompressoren auch bei der Atlas Copco Powertechnik. Stefan, hier sind wir gerade an einem neuen Kompressor. Was ist das überhaupt für ein Kompressor? Ja, Heiko, hier sehen wir unsere neuen IR-Kompressoren. Wir haben eine ganz neue Baureihe in verschiedenen Größen. Und die Besonderheit ist, wir haben einen VSD-Antrieb und ein ganz neues Produkt, was es so auf dem Markt noch nicht gibt. Das heißt, wenn es neu ist, wo setze ich denn den Kompressor zum Beispiel ein? Also Einsatzgebiete sind zum Beispiel das Sandstrahlen oder die Oberflächentechnik in Raffinerien, Müllverbrennungsanlagen, aber man kann die Maschine natürlich auch wunderbar im Tunnelbau einsetzen, wo überhaupt keine Abgase vorhanden sein dürfen. Ah, okay. Einfach bedeutet dann von der Bedienung her, ist die Bedienung denn auch sehr einfach oder ist sie kompliziert? Die Bedienung ist sehr, sehr einfach. Wir haben hier unseren XC2003 Controller mit PACE-Technologie. Wer ein Smartphone bedienen kann, kann natürlich auch die Maschine bedienen. Ich drücke den Power-Knopf, drücke auf Start und der Rest passiert von ganz alleine. Und vielleicht noch als weitere Besonderheit, wir haben den Stromanschluss hinten mit Powerlocks. Einfach draufstecken, ich muss kein Elektriker sein, darf jeder machen. Habe ich soweit verstanden. Die Bedienung ist einfach und ich kann die Maschine im Tunnel einsetzen. Ist sie wirklich so umweltfreundlich, wie sich das jetzt anhört? Natürlich ist die Maschine umweltfreundlich. Zu einem haben wir eine geschlossene Bodenwanne. Das heißt, selbst im Falle einer Havarie, Öle treten aus oder was auch immer, kann nichts ins Grundwasser gelangen. Wir haben wiederverwendbare Materialien, die recycelfähig sind. Und weil die Maschinen klein bauen, haben wir natürlich auch weniger Material, was wir verwenden müssen. Das bedeutet, wir haben also auch den sogenannten CO2-Footprint kleiner gebaut. Genau so sieht es aus. Habe ich soweit verstanden. Umwelt und so weiter. Wie sieht es denn dann überhaupt mit den Maschinenkosten aus bei so einem elektrisch betriebenen Kompressor? Natürlich sind die Maschinenkosten wesentlich geringer als bei einer vergleichbaren Dieselmaschine, weil wir ja keinen Dieselkraftstoff verwenden müssen. Wir haben wesentlich geringere Wartungskosten, weil wir ja viel weniger Teile tauschen müssen, als wenn ich jetzt noch einen Dieselmotor habe. Wir haben weniger Schmierstoffe und das kommt natürlich auch der Umwelt zugute. Okay. Dann abschließend die Frage, warum überhaupt ein E-Kompressor? Brauche ich denn? Ich habe doch genügend Dieselkompressoren draußen. Ja, aber wir sollten immer daran denken, dass wir auf unsere Umwelt achten müssen. Wir müssen an unsere nächste Generation denken. Und daher können wir mit dieser Maschine wunderbar umweltfreundlich arbeiten. Wir haben geringere Geräuschemissionen, was natürlich auch gut ist. Okay. Also insgesamt für die Maschine können wir dann sagen, wir haben weniger Teile, die sich bewegen. Die Maschine baut kleiner, ist umweltfreundlicher, wiegt dabei noch weniger. Und ich habe mit dem ganzen Paket grundsätzlich auch noch geringere Logistikkosten. Ich habe eigentlich nur noch Vorteile von heute an bis in die Zukunft. Genau so sieht es aus. Sehr gut erklärt. Super.